Und da sind wir auch wieder zurück. Wir produzieren jetzt die Fahnenbräu-Pilsener, die im Moment 1000, ich will immer Gulden sagen, Dukaten wert sind. Das ist das. Die sind eigentlich sehr schön, aber ich habe halt gewartet. Die Schädelbrände sind auch sehr interessant. Hier, 2340, sehr, sehr schön. Aber im Moment möchte ich noch ein bisschen sparen, denn gerade die Beschläge und die Holzzapfen sind sehr teuer. Und davon brauchen wir ja auch eine Menge. Und was ich gerade feststelle ist, bei den Fahnenbräu-Pilsenern brauchen wir gar keinen Weingeist. Das heißt, ich lasse mal so... Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Ich lasse mal so vielleicht auf 20 produzieren. Und dann wird der liebe... nee, gar nicht wahr. Nicht der Henning, sondern... Wer ist denn das? Die Silvia wird dann auch umgestellt... Ah, ich wollte gerade gucken, ob ich jemanden befördern kann, aber ich kann vor allem mal eine Prämie zahlen. Wenn ich meine Leute schon körperlich misshandle. Und ich kann auch mal das Lohnniveau ein bisschen anheben, vielleicht auf 800. Genau, dann haben wir jetzt Lohnkosten von 800. Das ist, denke ich, mal fair. So. Ja, ein Amt habe ich leider noch nicht. Das kommt erst noch. Wie stehe ich denn geldtechnisch da? Ja, noch knapp unter 100.000. Das heißt, die nächste Stufe, der nächste Titel, lässt dann auch nicht mehr allzu lange auf sich warten. Und der erste schließt sich dem Stammtisch an. Der zweite, der dritte... Ach, einen habe ich offensichtlich übersehen. Der Stammtisch ist jetzt auf jeden Fall voll. Das ist sehr schön. Denn, wie gesagt, ihr habt eure Fertigkeiten im Talent. Da gibt es dann pro Runde 2500 Dukaten für. So. Jetzt haben wir... Oh, ach ja, genau. Weingeister wollte ich noch umstellen. Da haben wir jetzt 20. Das reicht erstmal, vor allem, weil wir jetzt gerade auch keine brauchen. Und das Lager könnte ich mal wieder auffüllen. Und apropos auffüllen, ich kann das Lager nicht nur auffüllen, ich kann auch mal wieder Rohstoffe. Ich kann vor allem erstmal meine Karren reparieren lassen. Ja. Und dann kann ich den heilen Karren mal zum Marktplatz schicken. Okay. Ich bin ein bisschen verwundert, denn bisher hatte ich das Glück, dass ich noch nicht überfallen wurde. Ich will auch nichts heraufbeschwören, aber wir spielen seit 33 Jahren und noch keinen Überfall? Na gut. Wie gesagt, ich will mich auch nicht beschweren. Aber ist schon ungewöhnlich. Vor allem auch sehr schwer. Na gut. So. Ich nehme auch nochmal... Nehme ich nochmal Holzzapfen mit? Ja, doch, das machen wir. So. Die Eskorte haben wir, ja. Ich wollte gerade sagen, okay, es gibt auch keine freien Ämter, aber selbst wenn, es wäre jetzt zu spät gewesen. Aber es sieht danach aus, dass nächstes Jahr wieder was frei wird. Ja, zumindest eins. Ja. Da muss ich mich noch ein bisschen in Geduld üben. So. Haben wir noch ein bisschen was auf der hohen Kante im Karren. Die können hier weiter vorsichtig die Fahnenbräu-Pilsener produzieren. Da warte ich jetzt, glaube ich, auch erstmal wieder, bis ich davon so 25 habe. Oder bis der Preis wieder auf 1000 ist. Mal gucken, was zuerst eintritt. Die Starkbiere, die könnte ich eigentlich mal freigeben. Oder könnte ich die verkaufen? Nee, ich gebe die mal frei. Dann können sich die in meinem Gasthaus die kaufen. Doch, so machen wir das. Nochmal ein bisschen nachfüllen.
PPs könnte ich nochmal ausgeben, aber weder fürs Verhandeln noch für Handwerkskunst, deswegen kann ich mal gucken. Ich könnte mal das Talent Kampf ein bisschen... Nee, kann ich nicht. Ich glaube, da fehlen mir auch die Aktionspunkte für. Ich will mal schauen. Im Salon. Salon. Da liegt das Schwert. Nein, ich brauche 6 APs. Mal gucken, vielleicht habe ich Glück und bekomme einen Ausdauertrank. Dann bekomme ich nämlich sofort... Oh, es gibt auf jeden Fall erstmal ein Übertalente. Sogar 2 Stück, die nehmen wir auch mit. Und Duft und Kraut, einen Ausdauertrank, aber den gibt es leider nicht. Da bekäme ich dann sofort 2 Aktionspunkte für. Allerdings, ich kann ja mal im Produktionsbetrieb nachschauen, wenn ich denn dann einen finde. Wo haben wir denn eine Alchemistenstube? Gewandschneiderei. Jetzt verzählen mir nicht, es gibt keine Alchemie. Doch, da ist doch eine. Aber der hat keine. Schade. Vielleicht gibt es ja noch eine. Sieht aber nicht so aus. Nun gut. Dann muss ich nochmal auf den Markt hoffen. Duft und Kraut. Jetzt gibt's einen. Schön, schön. Es gibt sogar 2. Ich brauche aber nur einen. Jetzt gibt's keinen mehr. Schade. Okay, dann eben nicht. Dann lese ich einfach mal ein über Talente. Und es verbessert sich mein Talent Handwerkskunst. Beworben habe ich mich nicht, ne? Nein. Amskanitus. Nein. Gut. Geht mir nur darum, weil gleich müsste der Kamm seine Wirkung verlieren. Nicht, dass ich den dann direkt wieder verwende. Wäre Verschwendung. So. Und da ist schon wieder Feierabend. Dann begeben wir uns mal in den Gastraum. Gucken uns mal die Leute am Stammtisch an. Ja. Wen haben wir denn da? Ein Bürger, noch ein Bürger, Bürger, Bürger. Alle ohne Amt. Oh, da stirbt jemand im Hintergrund. Oh Gott. Kannst du dafür bitte rausgehen? Kannst du bitte draußen sterben? So, wir spielen mal wieder um Haus und Hof. Gegen Irmgard spielen wir. Was haben wir? 8. Natürlich würfel ich weiter. 12. Ja, ich würfel weiter. Und hoffe, dass ich keine 6 bekomme. Lalala, lalala. Wenn man's sagt, dann ist es doof. Na gut. Ach ja, Beweise, Beweise. Ich vergesse immer ganz gerne, dass ich Spione losschicken muss. Ich meine, die bringen sowieso nicht so viel Geld ein, aber... Kleinvieh macht auch Mist. Ich komme aber jetzt dieses Jahr mit meinem... Ich muss gerade mal schauen. Ich bin ja jetzt auf 800... Ja gut, ich komme ein bisschen ins Minus vorbei. Der Stammtisch, da bekomme ich ja jetzt noch Geld für. Und meine Zinsen. Also im Plus bin ich auf jeden Fall... Und genau, der Stammtisch wird nicht am Ende des Jahres, sondern am Anfang des Jahres bekomme ich da Geld, ne? Da hat jemand seinen Kredit getilgt, das ist auch sehr schön. Da hat noch jemand seinen Kredit getilgt, das ist sehr schlecht, weil dann gibt es keinen mehr, der einen Kredit hat. Und das bedeutet, kein Kredit, keine Zinseinnahmen. Okay, na gut. Es wird sich bestimmt schon irgendjemand finden, der wieder einen Kredit haben möchte. So, ja, das ist ganz schlecht. Wenn es niemanden zum Wählen gibt, dann verlieren wir wieder gegen das Los. Das muss nicht sein. Ja, es ist ja eigentlich das einzige Sinnvolle, was ich machen kann. Und ich muss mal über Talente. Rhetorik, das ist auch nicht schlecht. Rhetorik bin ich sehr, sehr schlecht. Aber ich möchte vor allem mal ein Gedicht haben. Und es gibt keine, das ist... Ja, ja. Das, was ich haben will, ist nie da.
Denn das Gedicht... ...in der Schweiz besuchen, ja. Um so einen ertragreicheren Meistergrad als Geldleiher zu erlangen. So. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt genügend Geld hätte für ein Gedicht. Fällt mir da gerade mal so auf. Hätte ich nicht. Das ist aber bedauerlich. Denn mit einem Gedicht, das ist sehr, sehr schön, schreibt ihr als Mann deiner Frau ein Gedicht, so erhöht ihr dadurch euer Ansehen ein wenig. Das funktioniert freilich auch als Frau gegenüber einem Mann. Ja, der kam. So. Warum bin ich eigentlich schon wieder fast... Ja gut, pleite würde ich jetzt nicht sagen. Ist ja nicht so, dass ich kein Geld mehr hätte. Ich könnte ja auch noch welches aus der Deutschen Bank holen, aber... Was haben wir da? Man spielt euch übel mit. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Der Präfekt schleppt euch zum Verhör. Ihr gesteht zwar nichts, aber der ganze Ärger kostet euch 3 Aktionspunkte. Das ist eine der Privilegien, die der Präfekt hat. Er kann euch zum Verhör schleppen. Offensichtlich ist der Präfekt kein großer Freund von mir. Präfekt ist, glaube ich, lass mich nicht lügen, kirchlich eben, ne? Ja. Nein, er ist überhaupt kein Freund von uns und er ist sogar ein Gegenspieler. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen, Graf. Oh. Eine Hochzeit findet statt. Das ist nicht meine. Dann ist es mir egal. Der Tinnef in Geldnöten. Ta-ta-ta-ta. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Mäzen. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Wechselstube, die Geldleihe und das Bankhaus. Gezeichnet der Eidgenössische Geldleiherverbund. Ach ja, die Schweizer. So, ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf. Ach ja, genau. Ach, nicht Furcht einflößen. Berufe. Dann bin ich jetzt 6. Grad, bekomme dafür dann auch jede Runde wieder einen Aktionspunkt. Und ich kann dann aber auch den Beruf wechseln, zurück zu dem Beruf, den ich eigentlich, also den Tinnef mal gelernt hat, nämlich den Hehler. Dann können wir den schon mal fortsetzen, auch wenn ich dafür noch kein Gebäude habe und es nicht danach aussieht, als würde ich in absehbarer Zukunft eins bekommen. Aber man ist geduldig. Vor allem dann, wenn man mehrere Leben hat. So, und so langsam dürfte der Preis bei den Fahnenbräupilsen dann mal steigen. Okay, das ist langsam, das ist ein Anfang. Ich habe ja gesagt, so langsam. Oh je. Ich muss Kirchenzehntgelder nachzahlen. Habe ich mich nicht vorhin irgendwann noch darüber beschwert, dass der Kirchenzehnt nur bei 6 Putten... Naja, ich bin selber schuld. So, ich wäre jetzt total glücklich, wenn am Ende des Jahres der Preis dafür dann mal bei wieder 1000 liegt. Obwohl eigentlich macht es dann durchaus mehr Sinn, die Starkbiere zu produzieren. Die gehen A schneller, B kosten die weniger Rohstoffe und die kriege ich auch teilweise für 940 verkauft. Ich glaube, so mache ich das auch. So. Dann sperre ich die aber direkt wieder. So. Oh, ich bin ein Visionär. Man lächelt mich zwar mal... Zwar lächelt man ob eures neuesten modischen Einfalls, fortan Socken anstelle hoher Strümpfe zu tragen. Man lässt euch aber trotzdem gewähren. Ja, ich mache mich wieder zum Gespött der ganzen Stadt. Kann ich mal langsam meinen Azubi zum Gesellen machen? Ja, in 2 Jahren. So, die kann ich aber auf jeden Fall schon mal auf den Wagen packen. Da sind sie auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich habe ja gesagt, Jahresende.
Was haben wir da? Die Stammtischrunde. Nur 1800, naja, ich darf mich nicht beschweren. Die können wir auch schon mal verladen. Fiese Gestalten haben versucht, euch zu verprügeln, doch dank eurer Talente konntet ihr die Bösewichte in die Flucht schlagen. Eigentlich wären dafür meine Talente nicht nötig, denn ich habe durch meinen Titel Anspruch auf einen Leibwächter. Naja. Aber ich bin ja im Kampf gar nicht so schlecht. So. Ich glaube, nee, das ist mir noch. Aber ich kann den Karren schon mal losschicken. Ich habe ja sowieso erhöhte Kreditwürdigkeit. Oder lasse ich den noch hier? Ich glaube, ich warte noch. Ja, ich warte noch. So. Genau, dann sind wir jetzt bei minus knapp 900. Da kann man mit leben. Das ist jetzt kein Beinbruch. Ja, mit dem Gedicht, das hat leider nicht mehr geklappt, einfach aus finanziellen Gründen. Mal gucken. Der städtischen Informanten droht die Absetzung. Oh Gott, nein, die soll mich wählen. Hört auf, die abzusetzen. Oder absetzen zu wollen. Absetzen. Wie könnt ihr nur solch einen Antrag stellen? Auf der anderen Seite, so besonders gut kann die mich eh nicht leiden. Absetzen. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Ist der Amtsträger damit des Amtes enthoben. Beim Losziehen. Unter den städtischen Informanten ist ein Amt neu zu besetzen. Es gibt vier Bewerber. In Ermangelung eines Ernenners entscheidet das Los für... Es ist so ein bisschen, als würde das Spiel das Los nach dem Prinzip ziehen. Alle, nur du nicht. Du auf gar keinen Fall. Niemals du. Naja. So. Ja, ich kann mich natürlich nochmal bewerben. Es ist ein bisschen doof. Also wenn man Schwierigkeiten hat reinzukommen, dann muss man ein bisschen, ja, was heißt Glück haben. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut. Auf sehr schwer läuft es meistens nicht so gut. Aber wenn man dann einmal drin ist, dann ist es auch einfacher. Wenn man einmal ein Amt hat. Ich bewerbe mich mal wieder. Und ich möchte wissen, was... Also, Nein, ich schicke den Karren noch nicht los. Ah, haha, das kennen wir ja schon. Mal kurz ins Menü. Hallo, so. Haben wir uns wieder beruhigt? Wunderbar. So, obwohl, wenn ich den Preis hier von den Starkbieren sehe, ich glaube, dann fährt der Karren schon mal zum Markt. Dann fahren aber zwei Karren zum Markt. Ich muss ja dann sowieso noch Rohstoffe kaufen. Ja. Was haben wir da? Nicht so viele. Ein von euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. Und schon wieder der Gehstock. Und der Silberring. Ein von euch benutzter Gegenstand... Okay. Hat seine Wirkung verloren. Auf den Gehstock kann ich noch verzichten, auf den Silberring eher nicht. Man spielt euch übel mit. So. Stein und Bier. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Das Jahr hat ja noch gerade, oder hat ja gerade erst angefangen. Oh, der Barde. Ach so, ja. Aber ich bin ja arm. Mist. Na gut. Weingeist. Ja, zu Neige geht er noch nicht, aber müsste ich bald mal was machen.
Die Preise steigen, die Preise steigen. Aber das ist das, was ich meine, ne? Fahnenbräu-Pilsener und Starkbiere sind jetzt etwa das gleiche Wert, aber Starkbiere sind schneller zu produzieren und billiger. Und wenn ich sehe, was ich noch im Lager habe, schicke ich, glaube ich, auch mal direkt den dritten Karren noch zum Marktplatz hinterher. Ach, ich hätte eigentlich... Okay, ich hätte die Starkbiere mitnehmen können, aber nein. Das ist, wenn man nicht nachdenkt. So, also die Starkbiere werde ich jetzt auf jeden Fall mal los. Ich bin ungeduldig, ich brauche Kohle, weil ich brauche Rohstoffe. Ganz, ganz doll viele Rohstoffe. Und ich warte noch auf den zweiten Karren. Ihr werdet Opfer eines Taschendiebstahls. Ich habe doch gerade erst Geld bekommen. Naja, gut. Wenn ich die Karren nämlich gemeinsam schicke, wird die Eskorte billiger. Ja. Achso, nee, vom Marktplatz aus weg nicht. Genau. Hm, na gut. Ich packe aber schon mal auf jeden Fall vorsichtshalber. Ich hab's vorhin noch gesagt. Ich habe es vorhin noch gesagt. Jetzt muss ich kämpfen. So. Was wollt ihr tun? Natürlich euch mutig zum Kampfe stellen. Was ist denn das für eine Frage? Jetzt würde ich den hier gewinnen lassen. Der erste ist tot. Sehr schön. Hallo. Könnt ihr den angreifen? Sehr schön. Macht ihn fertig. Sofort. Ja? Hallo. Euer Wille geschehe. Was ist euer Befehl? Mal wieder leicht buggy, aber wenigstens die Armbrustschützen schießen auf ihn. Ist doch auch schon mal was wert. Selbstverständlich. Was ist euer Wunsch? Und ist er tot? Ja, er ist tot. Sehr, sehr schön. Oswin Vollers Räuber. Zwei tot und die waren sehr gut ausgebildet. Ja, legt euch nicht mit Tinef an. So. Nee, ich warte, bis die 1000 wert werden. Ich habe ja jetzt wieder ein bisschen Kleingeld und das heißt, ich kann auch zum Barden gehen. Nee, ich mag jetzt nicht vorlesen. Und nach dem Vortrage fühle ich mich zufrieden. Okay. Apropos zufrieden. Genau, Fortbildung ist dann nächstes Jahr. Aber da wir gerade schon überfallen wurden, kann ich auch direkt mal mein Talent Kampf verbessern. Denn desto besser die Talente sind, desto höher ist dann auch die Kampfeslust der OO-Mitarbeiter bzw. der Eskorten. Und ich sehe gerade, ich brauche bald dringend wieder Weingeist. In Ordnung. Und bevor die Produktion hier ins Stocken gerät... In einem eurer Schankbetriebe ja. Fehlen Zutaten. Ist mir aufgefallen. Wo bleibt der zweite Karren? So. Dann schicke ich... dich nochmal los mit dem Starkbier. Und ich glaube, ich verkaufe jetzt auch die Fahnenbräu-Pilsen an 940. Ich habe so im Urin, dass der Preis zumindest jetzt im Moment nicht... Oder ich verkaufe sie auch nicht. Nachdem der Preis jetzt auf 750 gefallen ist. Ja, ich hätte direkt verkaufen sollen. Anstatt zu warten, bis der andere kann. Naja. Man lernt nie aus. So. Ach. Schön, schön. Ich brauche Gerste. Und ab dafür. So. Und da ist der Karren auch wieder zurück. Das ist sehr schön. Ah, der Preis sinkt immer weiter.
Ach ja. Auf euch. Ihr habt euer Talent Kampfeskunst steigern können. Trainiert weiter, dann werdet ihr euren Einheiten bald einen spürbaren Vorteil verschaffen. Haha. Obwohl das nicht nötig wäre. Denn ich schlage die auch so in die Zinseinnahmen, wollte ich jetzt, weil ich das Wort gelesen habe, sagen. Ich schlage die Gegner auch so in die Flucht. So. Drückt mir die Daumen! Hurra! Hurra! Was die Gute jetzt leider noch nicht weiß, ist, dass das für sie bedeutet, dass ich sie jetzt zur Absetzung beantragen werde. Denn, da bin ich leider nun mal ein Arschloch, wenn ich ein Amt habe und höher kommen will, dann muss der über mir leider dran glauben. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge.